Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der Bossgegner, die dich in jedem Fall töten. In dieser Liste werden wir uns mit den Bosskämpfen beschäftigen, bei denen die Chancen für den Spieler wirklich schlecht stehen. Bei welchem anfangs unschlagbaren Endgegner macht es am meisten Spaß, ihn am Ende zur Strecke zu bringen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. SAX – Metroid Fusion. Wenn du auf einen Gegner triffst, der genauso aussieht wie du, wird dir sicher ein Schauer über den Rücken laufen. SAX ist ein Parasit, der Samus in jeder Hinsicht nachahmt und über all ihre Power-Ups verfügt. Diese Kreatur ist fast das ganze Spiel über unaufhaltsam und während sie dich jagt, ist deine einzige Möglichkeit, ständig zu fliehen. Wenn sie dich findet, wird SAX dich mit einem oder zwei Schüssen töten. Sobald du jedoch den Plasmastrahl erhalten hast, kann Samus diesem gruseligen Parasitär-Nachahmer endlich den Garaus machen. Dieser Endgegner hat ein großartiges Intro. Man sieht, wie er einen Bereich betritt, in dem Samus gerade eben noch war und den Raum scannt, bevor er ihn wieder verlässt. Das ist ein großartiger Vorgeschmack auf die spätere Begegnung. Platz 9. Urizen, Devil May Cry 5. Hey, Jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Der erste Boss, gegen den Nero kämpft, ist als Prolog für den Rest des Spiels gedacht. Auch wenn du dieses Monster schließlich besiegen kannst, ist es im Grunde unmöglich, dies jetzt zu tun. Das Spiel sieht vor, dass du in diesem Kampf besiegt wirst und später gegen Urizen nochmal antrittst. Hey, got you took off! Do you not understand? We cannot hope to do this without you. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, ihn beim ersten Mal zu besiegen, und die Entwickler haben dieses schier unmögliche Ereignis sogar eingeplant. Selbst wenn du Urizen im Prolog besiegst, erhältst du ein geheimes Ende, in dem du im Grunde alle Probleme des Spiels auf Anhieb gelöst hast. Das ist ein wohlverdienter Sieg, wenn auch ein wenig antiklimaktisch. Platz 8. Sief der Schuppenlose – Dark Souls. Dieser rätselhafte Boss, Verräter der Drachen und Gwyns treuer Herzog, ist bei der ersten Begegnung mit ihm unmöglich zu besiegen. Wenn du seine kristalline Kammer betrittst, taucht er dir noch mehr Kristalle ein. Das ist auch gut so, denn du sollst besiegt und an anderer Stelle im Archiv des Herzogs eingesperrt werden, um ihm schließlich erneut gegenüberzutreten. Die Gestalt von Sief ist interessant. Er ist ein rein weißer, schuppenloser Drache mit seltsamen Tentakelbeinen, der sich nicht bewegen kann, wenn du ihm zum ersten Mal begegnest. Später wirst du feststellen, dass Sief im Grunde unsterblich ist, bis du tiefer in seinem Versteck ein Objekt zerstörst, wo dann der eigentliche Kampf stattfindet. Platz 7. Genichiro Ashina, Sekiro Shadows Die Twice. Genichiro-dono. Der erste echte Endgegner in diesem von From Software entwickelten Spiel ist einer, mit dem du schnell Bekanntschaft machen wirst. Genichiro Ashina dient während eines Großteils der Geschichte als Sekiros Erzfeind. Du wirst ihm bis zum Ende dreimal gegenüberstehen. Leider gibt es bei der ersten Begegnung keine andere Möglichkeit als eine Niederlage, da Genichiro das Duell beendet, wenn er dir den Arm abschneidet. Es ist tatsächlich möglich, auch wenn es schwierig ist, Genichiro hier zu besiegen. Allerdings wird Sekiro den Kampf und seinen Arm in einer Zwischensequenz verlieren. Tröste dich mit der Tatsache, dass du ihm in Zukunft noch zweimal in den Hintern treten kannst. Platz 6. T-00 – Resident Evil 2. Mr. X ist hier, um dir eins aufs Dach zu geben. Diese mysteriöse Fedora-tragende Monstrosität, die dich das ganze Spiel hindurch verfolgt, ist ein ziemlich furchterregender Gegner. Die meiste Zeit des Spiels ist er unaufhaltsam und wenn er auftaucht, bleibt dir nur die Flucht. Es
ist erschreckend, wenn er plötzlich auftaucht, scheinbar aus dem Nichts, aber zielstrebig in deine Richtung läuft. Es spielt keine Rolle, was du in diesem Moment getan hast, die Flucht ist deine einzige Hoffnung. Mit seinem einfachen, aber eleganten Design und der Fähigkeit, dich in den Boden zu stampfen, ist Mr. X ein Videospielmonster, mit dem du nicht zusammenstoßen willst. Mr. X war so gut, dass Capcom das Konzept mit Nemesis in Resident Evil 3 wieder aufgriff. Platz 5. Kotan Khan, Ghost of Tsushima. Sa, dou suru, Sakaiji? Manchmal ist eine Niederlage der einzige Weg nach vorne. Nachdem Tsushimas Samurai in einer Schlacht gegen eine Armee mongolischer Invasoren gefallen sind, versucht der Protagonist Shin Sakai, es mit dem Anführer der Feinde Kotan Khan aufzunehmen. Das geht nicht gut aus. Unabhängig davon, ob der Spieler einen guten Kampf geliefert hat oder nicht, das Ergebnis ist dasselbe. Kotan gibt Jin eine überzeugende Niederlage und wirft den Samurai von einer Brücke. Diese Demütigung treibt Jin dazu an, seine Kampffähigkeiten zu verbessern und so ist dies ein entscheidender Handlungspunkt, den es auszuspielen gilt. Dennoch macht es Spaß, Kotan ein paar gute Treffer zu verpassen, bevor die Zwischensequenz ausgelöst wird. Platz 4. Zeus, God of War 2. This path is of your choosing. Der Herrscher des Olymps spielt nicht fair. Zu Beginn des Spiels stiehlt Zeus Kratos Kräfte, seine Gottheit und sein Leben. Du kannst den ersten Kampf mit Zeus austragen, aber er hat nur einen Ausgang, deinen Tod und eine anschließende Verbannung in die Unterwelt. You will pay for this, Zeus. Be certain of that. Zum Glück kannst du später in die Vergangenheit reisen, um diesen Moment zu wiederholen und Zeus in einem fairen Kampf zu besiegen. Was Zeus zu einem so denkwürdigen Endgegner macht, ist die Tatsache, dass die Spieler einen echten Grund haben, ihn zu hassen. Die Blamage, die du im ersten Kampf erleidest, wird den späteren Rückkampf umso befriedigender machen. Platz 3. Darth Vader, Star Wars Jedi Fallen Order. That doesn't look good. Du bist der Macht der dunklen Seite nicht gewachsen. Trotz des Trainings, der Upgrades und der Siege, die Cal Kestis im Laufe des Spiels errungen hat, ist die letzte Herausforderung eine unmögliche. Deine einzige Möglichkeit ist es, vor dem dunklen Lord der Sith zu fliehen. Und doch fühlt sich nichts an dieser Begegnung enttäuschend an. Es ist großartig zu sehen, wie Darth Vader seine Lakaien durchschneidet und sie wegschleudert, als wäre sie ein Nichts. You would be wise to surrender. Das ist ein unmöglicher Bosskampf, der gut gemacht ist und erfolgreich deutlich macht, wie überwältigend mächtig dieser klassische Bösewicht ist. Die Spieler fühlen sich nicht betrogen, weil sie ihn nicht besiegen können. Sie wissen allein aufgrund seines Rufs, dass sie gegen Darth Vader keine Chance hätten. Platz 2. Pyramid Head, Silent Hill 2. Diese furchterregende Kreatur gibt nicht auf. Sie kommt immer wieder auf dich zu, sie ist ein unaufhaltsamer Moloch. Als physische Manifestation der Schuld und Scham des Protagonisten ist der Pyramid Head ein klassisches Videospielmonster. Und egal was du tust, es wird dich töten. Was den Pyramidenkopf so faszinierend macht, ist das Geheimnis, das ihn umgibt, sein unverwechselbares Aussehen und der absolute Schrecken, den er dem Spieler einflößt, wenn er ihn völlig hilflos macht. Wie du im Laufe des Spiels feststellen wirst, hast du dir dieses Monster jedoch selbst eingebrockt. Der Pyramid Head wird also nur noch beunruhigender, je mehr man über ihn erfährt. Sein grotesker Gang, während er seine riesige Waffe langsam hinter sich herzieht, ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen, drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Der Xenomorph, Alien Isolation. Okay.
Glücklicherweise kann dich im Weltall niemand schreien hören, denn das ist alles, was du tun wirst, wenn du dich dieser Kreatur stellst. Zwar gelingt es dir irgendwann, diese Feinde zu besiegen und aufzuhalten, aber die meiste Zeit des Spiels wirst du von ihnen gejagt und du kannst nichts anderes tun, als dich zu verstecken. Es ist das intensivste Versteckspiel aller Zeiten, denn der Xenomorph kann fast jederzeit auftauchen, um dich aufzuspüren. Wenn du erwischt wirst, erlebst du eine der vielen kreativen Todesszenen. Deine einzige Möglichkeit ist es, dich zu verstecken, den Atem anzuhalten und zu beten. Als Bonus kommt hier eine weitere Liste, die dir gefallen könnte. In dieser Liste werfen wir einen Blick auf die heißesten Videospielbosse, die uns ein schlechtes Gewissen gemacht haben, weil wir ihnen eine Abreibung verpasst haben. Platz 10. Bad Girl, No More Heroes. You have no right to look at me like that. It's just a job. The daily grind. Im Laufe der No More Heroes Spiele ist Travis Touchdown schon einigen sehr attraktiven Killerinnen begegnet. Unser Herz schlägt jedoch für die blutrünstige Charlotte, auch bekannt als Bad Girl. Trotz ihres guten Aussehens wird diese blonde Sexbombe nicht zögern, deine Verliebtheit in sie zu missbrauchen. Bad Girl zeigt wenig Reue, wenn sie ihre Opfer tötet, und sie wird sie auf die brutalste Art und Weise umbringen. Wenigstens ist sie kreativ. Wenn du versuchst, sie anzumachen, kann das auf zwei Arten enden. Entweder du bist am Ende des Dates tot, oder du wirst ihr Sklave und stirbst, nachdem du als Wurfgeschoss benutzt wurdest. Also so oder so, du bist tot. I give up. You win. Platz 9. R2. Nier Automata. Ja, jeder, der Nier Automata gespielt hat, wird jederzeit für 2B schwärmen, aber unserer Meinung nach gibt es nur eine Königin in einer Welt voller dünner Roboterdamen. Von ihrem wunderschönen Platinhaar, das ihre Augen verdeckt, bis hin zu den Dessous, die sie trägt, zwang A2 unsere Seelen, unsere Körper zu verlassen, sobald wir sie sahen. Natürlich bekommt man in der Mitte des Spiels nicht wirklich viel von ihr zu sehen, da 2B und 9S den Bildschirm mit Kugeln und Schlägen überziehen. Genieß also die wertvollen Zwischensequenzen, die A2s atemberaubendes Aussehen zeigen, solange du kannst. 2B, that's an Android. Platz 8. Raiden Shogun, Genshin Impact. Let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? Wir wissen, dass wir fast schummeln, weil Raiden Shogun ein spielbarer Charakter ist. Eine Kleinigkeit, Leute. Sie war und ist immer noch ein Boss-Charakter, bevor sie spielbar gemacht wurde. Deshalb ist sie ein sexy Boss. There is no escape. Ah. Inazuma shines eternal. Außerdem, warum sollte jemand etwas anderes sagen, wenn sie so ein umwerfendes Outfit wie dieses trägt? Und wie viele Bosse haben schon versucht, euch abzulenken, indem sie ihre Waffe aus der Brust zogen? Ihre Schönheit ist eindeutig Teil ihrer Strategie, dir das Gesicht einzuschlagen und dich auf die peinlichste Art und Weise zu erledigen. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. Platz 7. Jean, Bayonetta. Bayonetta, time is of the essence. This can wait no longer. Wenn man so ein provokantes Spiel wie die Bayonetta-Spiele hat, wird man es auf eine Liste wie diese schaffen. Jean ist genauso verrückt wie die titelgebende Protagonistin, kann die meisten der gleichen Moves ausführen und verpasst ihr genauso heftige Schläge auf den Hintern. Sie weiß auch, wie man den Pixie Cut rockt, während sie rotes Leder auf einem weißen Brautanzug trägt, der aus ihren Haaren besteht. Jedenfalls waren wir ziemlich traurig, als wir sie durch diese Raketen sterben sehen mussten. Aber der sentimentalste Moment, den sie kurz zuvor mit Bayonetta hatte, hat uns mitten ins Herz getroffen. We used to play together, as friends. But as time passed, perhaps even my eyes were clouded with fear. Platz 6. Sephiroth, Final Fantasy 7.
Was bekommt man, wenn man einen hübschen Jungen, einen bösen Jungen und einen dämonischen, einflügeligen Engel in ein Paket packt? Man erhält Sephiroth, den Staatsfeind Nummer 1 im Final Fantasy Universum. Wir geben zu, dass er vielleicht nicht die vernünftigste Person auf der Liste ist, aber dieser Kerl war als Mitglied der Soldier Militärstreitkräfte ein Kriegsheld. The Edge of Creation. Was ihn gebrochen hat, war zu erfahren, dass er in das Jenova-Projekt hineingeboren wurde. Er ist also praktisch ein genmanipuliertes Monster. Alles in allem ist Sephiroth vielleicht nur eine Augenweide und wenn wir raten müssen, wäre das unnötig lange Schwert dazu da, etwas zu kompensieren. But what will you do with it? Let's see. Platz 5. Gatling Gull. Enter the Gungeon. Eigentlich sollte er auf Platz 1 sein, aber wir können mutwillige Waffengewalt nicht unterstützen. Sorry. Platz 4. Giga Mermaid, Shantae Half Genie Hero. Mann, warum sind alle Wasserbewohner so wahnsinnig attraktiv? So sehr wir Risky Boots auch lieben, wir konnten einfach nicht umhin, auf Giga Mermaid in Shantae Half Genie Hero zurückzukommen. Als eine der neuesten Figuren in der Shantae-Franchise ist sie schnell zu einem Liebling der Fans geworden. Sie ist absolut umwerfend, selbst wenn sie unter der Gedankenkontrolle des Technobarons steht. In den ersten Momenten, in denen man sie trifft, ist sie einschüchternd, aber im nächsten Moment ist sie elegant und schön. Platz 3. Venus, Hunipop. Ja, Hunipop hat tatsächlich einen Bosskampf. Zugegeben, es ist der einzige, aber er ist es trotzdem wert, hier aufgeführt zu werden. Sobald du dich erfolgreich mit allen Mädchen verabredet und mit ihnen geschlafen hast, wirst du von der Liebesgöttin Venus persönlich herausgefordert. Very nice. Sie wird sehr schwer zu beeindrucken sein, denn ihre Anforderungen an die Punktzahl sind unglaublich hoch, höher als die der anderen feinen Damen von Hunipop. Wenn du also die beste der Liebenden beeindrucken willst, solltest du deine Match 3 Fähigkeiten verfeinert haben und wissen, wie man mit hübschen Frauen spricht. Platz 2. Quiet, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Stay sharp. Wir haben an dieser Stelle Sniper Wolf in Betracht gezogen, aber Quiet hat sich durchgesetzt. Sie leistet nicht nur einen großartigen Kampf, sondern kann auch ein Verbündeter sein, wenn man sie am Leben lässt. Finisher. Von da an kann man eine Bindung zu ihr aufbauen, indem man Quiet in ihrer Zelle besucht oder sie auf Missionen mitnimmt. Wenn man die Bindung maximiert, wird sich Quiet bei euren Missionen als äußerst nützlich erweisen. Natürlich ist sie eine loyale und vertraute Person, was sie zum Platzhirsch unter den sexy Videospielbossen macht. Platz 1. Lady Dimitrescu, Resident Evil Village. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child and his devotion to you is questionable. Ehrlich gesagt war das eher die Entscheidung des Internets als unsere. Als Lady Dimitrescu während der Marketingkampagne für Resident Evil Village enthüllt wurde, haben wir doch nie erlebt, dass das Internet bei sowas wie einer 2 Meter großen Vampirin so ins Schwitzen und in den Durst kommt. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. Wir werden Jill, Claire und Rebecca immer als die sexiesten der Resident Evil Besetzung ansehen, aber was die Endgegner angeht, wird kein anderer Endgegner in irgendeinem anderen Spiel jemals Lady D übertreffen. Vor allem, wenn so viele bereit waren, für sie ins Gefängnis zu gehen und zu twittern, dass sie auf sie getreten ist. And now you even try to steal my property. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Hey.